بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، باب في الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. Das Kapitel darüber, dass man den Weg zu Gutem zeigt und ruft zur Rechtleitung oder zum Irrweg. Ja, also wie sich diese drei Dinge verhalten. Das gestrige Kapitel, da ging es darum, dass wir selbst ein Beispiel sind. Und dass andere durch uns motiviert werden. Übrigens, das tun wir vor allem, indem wir die ganze Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ja uns verinnerlichen, dann auch unser ganzes Leben wird ein Beispiel für andere sein. Wir hatten ja das Dua gesagt, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, das Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auch erwähnt. So ein Vorbild für die Gottesfürchtigen. Und indem wir es vorleben, werden andere Muslime motiviert. Und nicht Muslime interessiert. Jetzt, da ging es ja ums Vorbild. Hier geht es jetzt darum, mit unseren Worten, wie können wir jemandem den Weg zu Gutem zeigen? Dies ist ebenfalls eine Eigenschaft, die ein Gläubiger haben soll. Darum, Allah SWT sagt im Koran in Surah Al-Hajj, وَدُعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ, sagt zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und ruf zu deinem Herrn, wahrlich, du bist gewiss auf dem rechten Weg. Und in Surah An-Nahl sagt Allah sallallahu alaihi wasallam, وَدُعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, ruf zu dem Weg deines Herrn mit Weisheit und mit schöner Ermahnung. Also nicht mit der Brechstange oder auf ungehobelte Weise, sondern mit Weisheit und mit guter, positiver Ermahnung, sodass Leute es auch annehmen und Leute sich auch darüber freuen. Ja, daher, hierzu gehört auch, was Allah in Surah Ma'idah sagt, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, und helft euch gegenseitig, Gutes und Gottesfürchtiges zu tun. Das ist eigentlich unser nächstes Kapitel. Aber, indem wir es mit unseren Worten auch tun, mit Worten jemanden zum Guten motivieren, zum Guten einladen, dann haben wir ihm ja tatsächlich geholfen. Darum auch darin, zu Gutem sich gegenseitig motivieren und gegenseitig einander helfen, ist auch eine sehr wichtige Eigenschaft. Wie wichtig? Das kriegen wir noch im nächsten Kapitel mit. Und darum sagt Allah SWT auch in Surah Ali Imran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, und es soll unter euch eine Gruppe sein, die zu Gutem ruft, Gutes befiehlt und Schlechtes verbietet. Und diese Leute sind erfolgreich. Da auch hier Allah erwähnt, wie wichtig es ist, dass man zum Guten ruft, also mit seinen Worten auch, Leute motiviert, Gutes zu tun. Da kommen wir auch gleich zum ersten Hadith. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. فأبو مسعود رضي الله عنه عقبة بن عمرو الأنصاري von ihm wird überliefert, dass er sagte, رسول الله صلى الله عليه وسلم sagte, wer den Weg zu einer guten Tat zeigt, er kriegt so viel Belohnung, wie derjenige bekommt, der sie getan hat. Also wir zeigen jemandem den Weg zu einer guten Tat,
motivieren ihn, doch eine gute Tat zu tun oder doch eine bestimmte gute Tat zu tun. Und er tut sie dann auch. Dann kriegen wir die Belohnung ebenfalls.